Eine neue Woche bei Finance TV, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Im Juni hat die börsennotierte German Startups Group Deutschlands angeblich erste Handelsplattform für Startup-Beteiligung aufgebaut und eröffnet. Wie es dabei läuft und was das Ganze für die Unternehmensstrategie bedeutet, das besprechen wir heute mit dem CEO des Unternehmens. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Christoph Gerlinger. Vielen Dank. Geben Sie uns vielleicht erstmal ein kurzes Update. Seit Ende Juni sind Sie live mit der Plattform. Was ist seitdem passiert? Was tut sich da? Ja. Also wir haben Ende Juni einen Prototypen live geschaltet. Haben danach noch ein paar Funktionen verbessert. Funktioniert alles wunderbar. Wir haben im Moment 10 Tech Assets, also Anlageopportunitäten aus dem Tech, aus dem Venture-Bereich, aus Deutschland auf der Plattform im Wert von 10 Millionen Euro und einen von uns angekündigten Tech 50 Fonds, in dem später die 50 größten, wertvollsten deutschen Startups vereint werden sollen. Sind sehr zufrieden mit diesem Start. Wir haben auch schon gutes Investorenfeedback. Wir wollen jetzt ins aktive Marketing gehen im Herbst und wollen auch gegen Ende des Jahres Fund of Funds von VC-Fonds erschaffen. Das hat die Bewandtnis, dass bisher VC-Fonds nur zugänglich sind mit sehr hohen Mindestinvestments, also Mindesttickets von meistens mehreren Millionen Euro. Wir wollen das zugänglich machen für professionelle und semiprofessionelle Anleger schon ab Beträgen mit 200.000 Euro, damit auch die von den großen Wertsteigerungen in dieser Assetklasse profitieren können. Das Ziel ist ja, dass diese spezielle Anlageform Startups handelbar wird, dass man also auch in reifere Startups investieren kann, in kleineren Anteilen, in kleineren Summen in Venture Fonds, das institutionell also praktisch Zugang bekommen. Welche speziell sprechen Sie an und was ist der Charme für Ihr Unternehmen dabei? Ja, das ist völlig richtig. Wir schaffen im Grunde eine Marktplattform für Tech Assets. Damit erfüllen wir den Bedarf auf der Anteilseignerseite, also Gründer und Business Angel, teilweise auch VC-Fonds, die solche Anteile besitzen an Startups, aber auch teilweise an VC-Fonds, denn den großen Bedarf an Liquidität, denn die haben meistens ein illiquides Investment, das gleichzeitig ein Blockrisiko verkörpert. Gleichzeitig lösen wir dann auch das Problem des Blockrisikos. Wenn die in der Lage sind, einen Teil davon zu verkaufen, verringert sich das Blockrisiko. Auf Anlegerseite haben wir das Problem, dass die in diesem Closed Shop Venture oder Tech Investments gar keinen Zugang zu Assets finden. Jedenfalls nicht, ohne ein eigenes Wissen, ein eigenes Netzwerk, Ressource aufzubauen und ohne hohe Mindestanlagebeträge aufzuwenden. Und diese beiden Probleme wollen wir lösen durch den Marktplatz und für uns ergibt das dann Erlöse aus Vermittlungsprovisionen letztlich. Ihr Unternehmen, die German Startups Group, will das ja auch nutzen, um die eigene Strategie zu verändern. Sie haben es zwar salopp gesagt, Sie wollen vom Asset Owner zum Asset Manager werden. Im Moment sind Sie in mehrere Dutzend Startups investiert. Jetzt, wenn ich böse wäre, was ich nicht bin, könnte ich fragen, ob Sie diese Plattform nur machen, um über diese Plattform Ihre eigene Beteiligung losschlagen zu können. Sie dürfen mich alles fragen. Das ist nicht so. Wir schaffen diese Plattform. Es gibt dafür auch Vorbilder in den USA. In Deutschland ist sie einzigartig. Tatsächlich, um Liquidität in diesen illiquiden Markt für Tech-Assets, für Anlageopportunitäten im Tech-Bereich. Aber für Sie ist doch auch wichtig, oder? Als Exit-Kanal. Ja, würde ich aber nicht. Wir haben ja auch so die direkten Kontakte, um unsere Assets verkaufen zu können. Also dafür brauchen wir diese Marktplattform nicht unbedingt als Marktteilnehmer. Aber eben andere fremde Dritte schon, die als Anleger keinen Zugang haben zu diesen Assets oder die als Investoren, als Beteiligte bei Startups einen Teil ihrer Anlagen verkaufen wollen, aber vielleicht nicht zu, über den Zugang zu passenden Anlegern verfügen. Und das ist völlig richtig. Wir wandeln uns von einem Asset Owner, dessen Geschäft ein bisschen passiv ist, denn wir sitzen da und warten darauf, dass die Geschäftsführer und Gründer der Beteiligung, bei denen wir beteiligt sind, ihre Unternehmen wertvoller machen und wir Wertzuwachs erzielen. Etwas passiv wandeln wir uns in einen Marktplatz und in einen Asset Manager. Kann ich gleich noch erläutern. Das ist aktives, operatives Geschäft und erzeugt zusätzliche Erlösströme für unsere Aktionäre. Wollen Sie Ihr ganzes Portfolio, das im Moment so im mittleren zweistelligen Millionenbetrag wert ist, auf Sicht abstoßen? Und wenn ja, wie lange wird es dauern? Das ist noch nicht final entschieden. Das werden uns unsere Aktionäre weisen. Wenn der Abschlag, der derzeit in unserem Aktienkurs verkörpert ist, der Abschlag auf den Net Asset Value pro Aktie, wenn ich berechne, was sind unsere Beteiligungen wert pro Aktie und was ist die Aktie tatsächlich wert im Kurs, wenn sich der nicht verringert, sondern die Aktionäre uns weiterhin im Grunde abstrafen mit einem Discount auf den NAV, dann sind wir stark geneigt, unser Beteiligungsportfolio komplett abzuverkaufen, ohne Zeitnot, ganz in Ruhe, mit ruhiger Hand.
und werden dieses Kapital, was wir dann nicht mehr für das Geschäft als Asset Manager und als Marktplattform benötigen, den Aktionären zurückgeben, zum Beispiel in Form von Aktienrückkäufen. Wenn aber es sich zeigt, dass unsere Equity-Story auch im Bereich der Investments aus eigener Bilanz wieder besser honoriert wird und dass dieser starke Abschlag auf den Net Asset Value sich deutlich verringert, dann ist es durchaus denkbar, es bestehen genug sehr attraktive Anlageopportunitäten im VC-Bereich in Deutschland, dass wir auch wieder Erlöse reinvestieren. Sie hatten immer mal wieder mit einer Kapitalerhöhung geliebäugelt, eigentlich seit dem Börsengang im Jahr 2015. Das macht jetzt wenig Sinn, weil Sie unter dem NAV notieren. Sie spekulieren ja darauf, dass sich das ändert. Wenn sich das ändern sollte, kommt da eine Kapitalerhöhung und Sie gehen wieder in den Ausbau des Portfolios oder ist das jetzt eine richtungsweisende Entscheidung, dass es früher oder später das Ende des Asset Owners ist? Es ist keine Kapitalerhöhung geplant, weder jetzt noch mittelfristig. Wir planen im Moment ja eher Anteilsveräußerungen. Das heißt, wenn wir Reinvestments vornehmen, dann können wir das aus den Erlösen der Anteilsveräußerungen machen. Ist auch schon länger nicht mehr geplant, wie Sie richtig sagen. Unsere Altaktionäre, zu denen ich auch selbst gehöre, auch nicht unwesentlich, wollen natürlich ungern nur verwässert werden bei den aktuellen Kursen, die wir für viel zu niedrig halten. Letzte Frage, ab wann wird das neue Geschäft als Asset Manager und als Plattformbetreiber nennenswerte Umsätze und Erträge generieren? Das kann schon 2019 losgehen und dann hoffentlich mit steigender Tendenz. Dann kommen wir zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV, wo ich das zum Teil nochmal aufgreife. Die erste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage, bitte mit einem Wort beantworten. Eine allgemeine Frage. Wächst das deutsche Startup-Ökosystem mit Gründern und Investoren im Moment eher dynamisch oder eher träge? Dynamisch. Die zweite Frage. Wird die German Startup Group auf ihrer neuen Handelsplattform auch selbst als einer der größten Käufer und Verkäufer auftreten? Nein. Und die letzte Frage. Wir haben es eben schon angesprochen. Ihre Idee, über den Kapitalmarkt viel Geld für den Ausbau des Portfolios einzusammeln, hat ja nicht funktioniert. War der IPO 2015 rückblickend ein Fehler? Da kann man geteilter Ansicht sein. Ich möchte das nicht weder klar verneinen noch klar bejahen. Es hat Vor- und Nachteile gehabt. Bisher haben wir von der Börsennotierung keinen großen Vorteil gehabt, denn wir haben uns weitgehend vorbörslich finanziert und nicht so stark durch die Börse und danach auch keine relevanten Kapitalerhöhungen vorgenommen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf mit dem neuen Geschäftsmodell. Wir werden beobachten, wie es funktioniert. Drücken Ihnen die Daumen, dass es funktioniert. Ist sicherlich auch für andere Investoren interessant, in die Asset-Klasse mal reinzuschauen. Danke für Ihren Besuch, Christoph Gerlinger. Wir danken Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war's für heute bei Finance TV. Am Mittwoch fragen wir den neuen Deutschlandchef von Oliver Wyman, wie seine Strategie für die Unternehmensberatung aussieht. Wir haben schon gehört, es wird nicht darum gehen, auf Halten zu spielen. Wie der Angriffsplan aussieht, erfahren Sie übermorgen hier bei uns. Schauen Sie wieder rein. Bis dahin eine gute Zeit. Alles Gute und tschüss.